Willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Wir stehen hier vor diesem Schlüsselloch und haben einen goldenen Schlüssel, der dort ganz offensichtlich passt. Aha. War das jetzt ein Geheimnis? Jetzt frage ich mich natürlich direkt wieder. Hat es vielleicht einen Nachteil gehabt, den Schlüssel da einzusetzen und vorher hier noch nicht durchgeschwommen zu sein? Wobei hier waren ja jetzt wirklich nur diese Steine die ganze Zeit. Also das hat jetzt einen Sound gemacht, als hätte ich ein Geheimnis gefunden. Aber das würde mich jetzt doch stark wundern, wenn das jetzt wirklich ein Geheimnis gewesen ist. Aber so wie es aussieht, war da unten nichts weiter. Wenn wir eben hier gucken. Nee. So, jetzt die Frage, kann ich da immer mit Anlauf? Ja. Da hinten ist ein Medipack. Hier müsste ich eigentlich so hinkommen. Mal eben hier an den Seiten schauen, dass hier vielleicht. Da dürfte nichts sein. Okay, hier sind drei Türen. Ne, da sind noch viel, viel mehr Türen. Ach, liebe Zeit. Okay, dieser Block hier, der sieht aus, als könnte man ihn schieben. Ich gucke mich erstmal eben kurz um, um so einen groben Überblick zu bekommen. Die Platten hier, ich vermute mal, dass das so eine Art Bodenplatten sind, auf die man den Stein hier schieben kann, diesen Klumpen hier. Ich ziehe den mal da raus. Eine dieser Platten und gucken mal, ob da was passiert. Irgendein Geräusch habe ich wahrgenommen. Ich höre Affen. Das heißt, es ist ja, es ist eine Tür aufgegangen. Okay, das heißt, es ist hier wieder fleißiges Räume abklappern. Aber was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, ich hoffe nur, dass hier nicht wieder irgendwie so ein, dass die sich hier wieder so Sachen ausgedacht haben, wie in diesem einen Raum mit Tor und diesen ganzen Kram, wo ich da dann doch dezent verzweifelt bin. Okay, hier scheint aber nichts weiter zu sein. Okay, Munition ist ja auch immer gut. Sonst ist hier nichts, ne? Okay, ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal hier auf diesen hier drauf. Ich hoffe, dass es hier jetzt keine Reihenfolge gibt, in der es sozusagen abgearbeitet werden muss. Wäre ziemlich blöd. So, es hat sich eine weitere Tür geöffnet, und zwar diese hier. Da liegt ein Schlüssel. Da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Okay. Jetzt ist die Frage. Wann die sich sozusagen aktivieren? Die Frage ist hiermit beantwortet. Ist jetzt nur die Frage, wäre hier noch irgendetwas gewesen? Hier hinter? Ich kann hier sogar hin, okay. Ist hier nur die Frage, komme ich hier auch wieder zurück? Sieht mir nämlich gerade mal nicht danach aus. Hallo? Scheiße. Oh nein, ich komme hier nicht mehr weg. Jetzt ernsthaft? Oh doch, okay. Das ist, glaube ich, auch nicht so vorgesehen, dass man da hinter diese Steine geht. Aber zumindest kommt man ja hier im Zweifel dann doch raus. Die
Ich will nochmal eben hier gucken, ob da noch irgendwas ist. Nee, sieht jetzt einfach mal nicht danach aus. Ich vertraue da jetzt einfach mal drauf, dass dort nichts mehr ist. Ich setze die Schlüssel oder den Schlüssel erst später ein. Ich mache jetzt erstmal hier das eine fertig, damit das hier nicht zu durcheinander wird. Das heißt, ich ziehe jetzt diesen Klumpen erstmal auf alle vier Felder. Nee, du sollst ihn noch halten. Und natürlich eine ganze Horde Ratten, die ganze Familie zum Ausflug. Ja, nun. Sind aber auch aufdringlich. Das ist hier nicht normal. Aber gut, hier ist sowieso nichts normal. So, was erwartet uns hier? Da wird doch auch mit Sicherheit wieder irgendein. Oha. Hier ist ein Medipack. Okay, das heißt, hier war wirklich das Schlimmste, die Ratten. Ich frage mich ja, was das hier für ein Raum mal gewesen ist, also was der für Nutzen hatte, wenn hier ganz offensichtlich nicht wirklich viel passiert ist. Vor allen Dingen, wie sind die Ratten da reingekommen und wie haben die so lange überlebt, ohne sich gegenseitig zu fressen? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die nicht erst vor ein paar Stunden dort eingesperrt wurden. Aber gut. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt ist wahrscheinlich die Tür hier oben. Ja. Kann ich einen Rückwärtssprung? Boah. Yo. Warte mal, wo war der Affe? Der ist hier unten. Okay. Eben mal kurz gezielt. So, der ist schon mal tot. Ich werde mal hier eben speichern. Wir haben jetzt ja auch schon ein bisschen was geschafft. Ich wollte mich gar nicht so drehen, um das sozusagen, damit das schön aussieht. Sieht mir nach einem rostigen Schlüssel aus, auch wenn diese Auflösung von diesem Ding recht grob ist. So, das heißt, wir haben jetzt beide Schlüssel. Hier haben wir alle Räume abgegrast. Hier ist auch, soweit ich das sehen kann, nichts mehr zu machen. Nichts, wo wir mit dem Klumpen hier nochmal irgendwie hin müssten, um da vielleicht dran zu kommen. Oder ist hier in den Räumen noch irgendwas drinne, wo man oben an die Decke springen sollte? Oh, Moment, was ist denn hier? Den Raum habe ich ja noch gar nicht betreten. Ich habe fast die gute Munition hier übersehen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich will nochmal irgendwas testen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber ja, das geht nicht. Nee. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit diesem hier an. Natürlich geht die Tür auf, die am weitesten vom Schloss entfernt ist. Hier, das kann man doch schieben, oder? Nicht? Okay. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dieser Raum hier überhaupt keinen Zweck erfüllen soll. Hier ist ja jetzt erstmal augenscheinlich nichts drinne. Es sieht ja aus, weil hier die Wand so seltsam ist. Aber man kann nicht dagegen rennen. Nee. Ich werde mal was machen, was sehr unwahrscheinlich ist. Ich schneide das Video auch, damit ihr euch das jetzt hier nicht die ganze Zeit angucken müsst. Ich ziehe mal den Block in diesen Raum rein. Ich weiß nicht warum, aber ich versuche das einfach mal. Also ich schneide das gleich. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Ding im Raum reingezogen habe.
So, der ist jetzt hier in diesem Raum drin. Ich schiebe den jetzt da mal hin. Ich glaube zwar nicht, dass da wirklich irgendwie, ich sag mal, so eine Art Bodenplatte ist, die aktiviert wird, aber ja, und es passiert natürlich genau nichts. Ich will noch mal einmal in diese anderen Raum hier, in den anderen Raum reingucken, ob da die Bodenplatte vielleicht anders oder ob hier überhaupt eine ist. Nee, hier ist nichts. Okay, und ich glaube, die anderen Räume hatten alle so eine Stufe, das heißt, da hätte man ihn eh nicht reinziehen können. Ja, keine Ahnung, dann haben wir ihn jetzt zumindest schön untergebracht. Er steht nicht mehr im Weg rum, kann sich keiner beschweren. Oha, okay. Ach, man kann jetzt hier leider nicht so viel sehen. Aber da oben. Ach, das ist so eine. Sieht aus wie so ein Hebel, aber da ist kein Hebel drin, ne? Da wurde einfach so diese Hebel-Textur genutzt. Ich will mal gucken, ob man hier an der Seite irgendwo drauf kann. Ich speichere mal. Ich gehe nochmal eben hier links, hier rechts hin und guck mal nach links rüber, ob da irgendwo vielleicht was ist, wo man sagen könnte, na, das könnte vielleicht. Aber ich will mal was testen. Okay, da ist ein Krokodil. Hätte ich da irgendwo noch was finden können oder an der Seite irgendwo was machen können? Moment, ich muss jetzt mal hier weg. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe, dass da an den Seiten vielleicht irgendwas gelegen hätte, was man durch die richtige Sprungreihenfolge hätte finden können. Geheimnis oder halt Munition oder sowas. Aber kann ich hier nicht drauf? Nee. Uah, das Krokodil. Weg. Ich muss jetzt mal irgendwo. Ah, hier kann ich hoch. So, jetzt wird hier erstmal der Kollege hier erledigt. So. Ich heile mich mal. So, hier geht's hoch. Ich möchte aber erstmal mich im Wasser noch mal genau umschauen. Weil gerade das Wasser ja auch dann schnell mal Geheimnisse birgt. Hier komme ich ja her, das sind nur Pflanzen. Ich will da nochmal eben hin. Ich will nochmal eben schauen, ob da vielleicht irgendwas war, was man vielleicht von hier unten erkennen kann. Dann würde ich das nämlich nochmal machen. Aber ich vermute mal, ja, hier sieht man gar nichts. Ist hier oben irgendwas?
Nee. Okay, das heißt, ich schwimme jetzt hier mal in das nächste Becken, nenne ich es jetzt mal. Also hier hin, hier war ich ja noch nicht. Okay, hier ist es sehr groß. Was haben wir hier? Nichts. Geht's hier runter? Tatsache. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin. Da oben ist ein Hebel. Okay, das heißt, hier ist irgendwie so eine Art Geheimgang. Das muss ich mir mal merken. Ich glaube, hier komme ich aber hier sowieso gar nicht weiter. Nee. Ist hier noch irgendwas anderes Interessantes? Das heißt, ich gehe jetzt nochmal wieder in dieses große Hauptbecken, nenne es jetzt mal zurück. Ich gucke mich hier aber nochmal überall um. Hier geht es wieder raus. Aber hier scheint es schon sehr richtig zu sein. Ich würde mich hier noch mal kurz umgucken. Boah, es ist natürlich auch alles sehr riesig hier. Aber ich sag mal, ich gucke mich lieber jetzt hier ein bisschen um, damit ich dann weiß, okay, hier ist nichts mehr. Keine Nische, in die ich rein schwimmen kann oder tauchen kann, besser gesagt. Mache mir jetzt erstmal hier oben. Ich mal kurz Luft holen. Ansonsten gehe ich nochmal sozusagen ein Becken zurück. Da war ja noch dieser kleine Gang, in dem man an Land rein konnte. Aber ich will erstmal noch eben hier gucken, ob hier vielleicht irgendwo eine Öffnung in der Wand oder so ist, in die ich rein kann. Aha, hier ist was. Oh, hier geht's. Okay, hier ist eine Tür. Das muss ich mir mal merken. Gucke ich hier noch mal unten ein bisschen. Ist natürlich schon clever gemacht hier durch diese verschiedenen Farben mit Weiß und Braun und so weiter, dass man hier sozusagen das nicht so auf die Schnelle sieht, ob da eine Öffnung ist oder nicht. Ist hier unter diesem Weg was? Nee. Okay, es sieht jetzt erstmal nicht danach aus, dass da irgendwas ist. Ich gehe jetzt sozusagen zurück. Ich muss mal kurz Luft holen. Boah, es ging schon ans Leben. Genau, da drüben, da wollte ich mal eben hin. Ich tauche mal eben schnell, dann gehe ich da hoch und dann beende ich die Folge auch gleich. So, das heißt, wir fangen mal hier ganz gemächlich an. Ah, es könnte sogar hier schon das sein, wo ich ja eben in diesem Tauchgang sozusagen dann gelandet bin. Gut, es sieht ja alles sehr ähnlich aus. Hier ist soweit nichts. Ja, doch, das dürfte das sein. Da hinten ist der Hebel, den wir schon gesehen haben. Aha, da muss man also rüberspringen. Ja, ich würde sagen, ich speichere mal an dieser Stelle. Ich versuche das jetzt noch einmal. Ich nehme mal eben den nächsten. Ja, das hat natürlich super funktioniert. Am einmal versuche ich es noch. Ah, okay. Und dann gucken wir mal. Ist nichts.
was dieser Hebel macht, ob der sozusagen dieses kleine Tor öffnet. Ja, okay. Dann wissen wir ja jetzt, wo wir erstmal hin fliegen, wollte ich sagen. Das war so nicht geplant, aber ist nicht schlimm. Ich schwimme jetzt nochmal eben ins Hauptbecken. Schwimme schon mal in die. Oh, ich gehe da schon mal hin, wo wir jetzt eben hin müssen. Das war hier unten, ne? Genau. Ah. Das ist hier. Ah, hier ist ein Raum mit dem Hebel, okay. Ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal Schluss für diese Folge und ja, würde mich freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist und schaust, wie es hier weitergeht. Zumindest scheint sich jetzt das Level, also die Umgebung, ein bisschen geändert zu haben, was ich schon mal sehr begrüße. Und dann wünsche ich dir bis dahin, bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest hier bei Tomb Raider. Und ich würde sagen, mach's gut, ciao.